Jetzt hören wir Frau Doktor, Frau Professor Dr. Ellen Euler. Man nennt immer nur einen. Ah, okay, dann Frau Professor Ellen Euler. Sie sind Dozentin und Professorin für, was war das noch? Open Access und Open Data. Ah, danke schön. Und Sie sprechen heute über freien Zugang zum digitalen Gedächtnis? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ups. Man muss es natürlich auch anschalten, ohne Strom kein Mikrofon. Jetzt. So, jetzt, man hört mich, wunderbar. Leonard, du hast mit Offenheit aufgehört, ich mache jetzt direkt mit Offenheit weiter. Die Idee zu diesem Titel, freier Zugang, okay, ich brauche nochmal Hilfe. Ich war so geschickt und habe mir das Mikrofon vom Ohr gerissen. Das kriege ich hin. Freier Zugang zum digitalen Gedächtnis. Die Idee hatte Markus, das hier auf die Bühne zu holen zum 13. Geburtstag von Netzpolitik. Und ja, eine gute Idee und eigentlich überfällig, dieses Thema auch hier auf eine netzpolitische Debatte zu holen. Ich habe ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt und ich will heute hier mit euch erörtern, was ist das überhaupt, digitales Gedächtnis, was bedeutet freier, offener Zugang, wie sieht dieser Zugang in der Praxis aus und auch, okay, was hat das Ganze überhaupt mit Netzpolitik zu tun, sonst nehme ich doch das Mikrofon, das macht nichts, ich muss sowieso hier stehen bleiben. Das funktioniert auch nicht, aber wir machen direkt weiter. Also erstmal, was ist das überhaupt, das digitale Gedächtnis? Was heißt das, freier Zugang? Wann ist der gegeben? Das digitale Gedächtnis, das will ich heute hier verstanden wissen als die Fähigkeit, kulturelles Wissen über digitale, unvernetzte Medien dauerhaft und unverfälscht über die Generationen hinweg weiterzugeben. Die Möglichkeit also, unser kulturelles Wissen so weiterzugeben, dass auch in der Zukunft Menschen über das Internet darauf zuverlässig zugreifen können und zwar mit digitalen, unvernetzten Medien. Und das Ganze hat zwei Aspekte. Einerseits geht es dabei darum, das schon vorhandene kulturelle Wissen ins Internet überhaupt erstmal reinzubekommen, durch Digitalisierung über das Internet zu vermitteln. Also all das, was sich über Bild, Ton und Text wahrnehmen lässt und in Nullen und Einsen übersetzen lässt. Auf der anderen Seite aber geht es auch darum, das originär Digitale, also all das, was keine digitale Entsprechung mehr hat, in die Zukunft zu retten über das Internet. Und freier Zugang zu diesem kulturellen Wissen bedeutet eben nicht nur, dass man dieses kulturelle Wissen im Internet auch finden kann, sondern dass man diese Inhalte eben auch nutzen kann und zwar nach der Berliner Erklärung zu Open Access vervielfältigen und auch verbreiten, über das Internet verbreiten, die Terminologie, die urheberrechtliche ist, online zugänglich machen darf. Das ist mehr als nur, wie an einem Schaufenster sich eben die Nase platt drücken und die Inhalte angucken. Und wie sieht das Ganze in der Praxis aus? In der Praxis sind es die Gedächtnisinstitutionen, die sich das digitalen Gedächtnis annehmen, die eben dafür Sorge tragen, dass einerseits das schon vorhandene kulturelle Wissen im Internet frei zugänglich ist, die diese Inhalte digitalisieren und zugänglich machen, die andererseits auch eben dafür sorgen, dass dieses kulturelle Wissen nicht verloren geht, sondern auch in der Zukunft weiterhin zuverlässig verfügbar ist und wir nicht am Ende ein schwarzes Loch des 21. Jahrhunderts haben. Und das ist eine Herausforderung und zwar nicht nur finanziell und technologisch, sondern insbesondere auch rechtlich. Und zwar kommt hier das Urheberrecht ins Spiel. Ihr seid jetzt schon alle Profis. Till Kreuzer hat euch schon alle aufgeklärt über die diversen damit verbundenen Probleme. Das Urheberrecht ist ein Ausschließlichkeitsrecht und als solches
liegt das am Ende, ob liegt es den Urhebern, den Tonträgerherstellern, den Filmproduzenten, den Verlegern, darüber zu entscheiden, was überhaupt nur gespeichert werden darf, wie wiedergegeben darf, vervielfältigt werden darf und das Allgemeininteresse an der Erhaltung, Bewahrung und eben verfügbar machen am freien Zugang zu diesem kulturellen Wissen, das kommt erst an zweiter Stelle, kann nur im Rahmen von Schranken Berücksichtigung finden und denen aber leider wiederum sind durch das internationale Recht und die Verfassung enge Grenzen gesetzt. Und das ist ein sehr breites Themenfeld. Ich habe hier mal so eine Art Memo, so ein Mindmap gemacht, um das nur mal aufzuzeigen. Da kann man ganz viel drunter diskutieren. Das sind spannende Themen dabei, aber wir haben heute leider keine Zeit, da wirklich ins Detail reinzugehen. Da kann man von Web Citation bis Web Harvesting über die Frage, wie versorgt man die Wissenschaft mit wissenschaftlichen Inhalten, auch über das Internet, alles Mögliche unter diesem Thema diskutieren. Was ich heute hier mal beleuchten will, ist die Frage, wie sieht das eigentlich mit dem freien Zugang zum digitalen Gedächtnis aus, wenn die Kulturerbeeinrichtungen überhaupt kein Problem mit dem Recht haben, sondern das Recht auf ihrer Seite haben. Und das sind zwei Felder, nämlich dann, wenn bei der Digitalisierung des kulturellen Wissens Rechte entstehen, und zwar bei Ihnen, bei den Kulturerbeeinrichtungen. Und auf der anderen Seite dann, nämlich wenn Sie selber als Player in diesem Prozess kulturelles Wissen produzieren und dieses Wissen in die digitale Wissensallmende geben und dann eben auch diesen freien Zugang eigene Inhalte, eigene Rechte betreffend schaffen. Und wie sieht das in der Praxis hier aus? Also zum einen die Frage, wie gehen Kulturerbeeinrichtungen mit eigenen Rechten um, die bei der Digitalisierung von gemeinfreien Werken entstehen. Gemeinfreie Werke, das sind solche Werke, an denen es keinen Rechtsschutz mehr gibt, die sich schon wieder in der Wissensallmende befinden, die uns allen gehören, wo jeder alles mit tun darf, die man auch unproblematisch digitalisieren kann und wiederum dann übers Internet eigentlich in die Allmende geben könnte. Jetzt sind von 100% Werken gerade mal 10% digitalisiert und von diesen 10% Werken sind wiederum nur 2% tatsächlich nutzbar im Sinne von Open Access und Open Data. Und das ist doch einigermaßen verwunderlich, wenn man überlegt, dass diese 10%, die digitalisiert sind, da ist ja davon auszugehen, dass die im Zweifel auch eine gemeinfreie Vorlage hatten. Und eigentlich müsste man denken, dass so mindestens 8-9% dann auch wieder nachnutzbar sind im Sinne von Open Access und Open Data, aber das ist nicht so. Das hat sich die Kommission eigentlich anders gewünscht, das hat sie sich anders vorgestellt. Und zwar hat sie in einer Empfehlung von 2011 an die Mitgliedstaaten ganz klar gesagt, dass die Mitgliedstaaten bitteschön dafür Sorge zu tragen haben, dass gemeinfreie Inhalte auch gemeinfrei bleiben. Dass unser kulturelles Wissen also, wenn es digitalisiert wird, dann auch im Digitalen immer noch gemeinfrei bleibt. Und das ist in Deutschland leider nicht gewährleistet. Es können Rechte entstehen bei der Digitalisierung und das passiert auch bei der fotografischen Reprografie. Wenn also zum Beispiel ein Fotograf ein Gemälde ablichtet, digital, dann können Rechte entstehen. Nach der gegenwärtigen Rechtsprechung ist es so. Die Reichs-Engelhorn-Museen streiten sich gerade darüber, wird Wikimedia und auch einem Wikimedia-Fotografen, das wird gerade ausgefochten. Es bleibt noch spannend, was der BGH dazu sagt, aber nach gegenwärtiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist es so. Es entsteht zwar kein Werkschutz, sagen die Gerichte. Werkschutz setzt nämlich eine schöpferische Leistung voraus. Werkschutz hat dann 70 Jahre Schutz postmortem. Aber immerhin ein Lichtbildschutz, der würde entstehen. Der setzt zwar auch eine eigene geistige Leistung voraus, aber die sei schon eben dadurch gegeben, dass der Fotograf, der muss ja da aufwendig eine Apparatur aufbauen, der muss den Blickwinkel bestimmen, der muss die Beleuchtung bestimmen. Das ist, sagen die Gerichte, sehr aufwendig, so ein
ein Abbild vom Original zu erstellen, das dem Original möglichst nahe kommt. Also es ist es auch definitiv, das ist ganz schön aufwendig. Aber man kann sich durchaus fragen, ob das eine eigene geistige Leistung darstellt. Die Gerichte sagen ja, wenn schon das normale Knipsbild, was überhaupt, wenn man sein Handy aus der Tasche zieht und abdrückt, wenn schon das Lichtbildschutz bekommt, dann muss das erst recht für so aufwendige Reprografien gelten. Und man kann sich da, denke ich, immer noch streiten, bleibt mal abzuwarten, was der BGH sagt. Also ganz klar, sowas hier, ja, das bekommt Schutz, also wenn nicht schon Werkschutz, aber mindestens eine eigene geistige Leistung, die darin besteht, dass hier der Fotograf eben entschieden hat, diese Situation, die ist es wert, aufgenommen zu werden. Hier wird eine Situation abgelichtet und das ist mindestens eine eigene geistige Leistung. Man kann sich aber schon fragen, ob das hier, also eine möglichst originalgetreue Abbildung der Mona Lisa, ist übrigens nicht in der Public Domain, ob man da sagen kann, das ist das kriegt Lichtbildschutz, weil das eine eigene geistige Leistung. Je näher ja das Ganze dem Original kommen soll, desto weniger hat es ja was von einem neuen Werk oder einer eigenen geistigen Leistung. Und wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass wenn jemand hingeht und wirklich den Aufwand betreibt, dass er ein Original auch als solches wiederherstellen will, indem er Originalmaterialien verwendet, also wirklich eine Fälschung, ne? Dafür gibt es ja auch kein Recht. Das ist eine Kopie, das bleibt eine Fälschung und das ist nur dann vielleicht, kann man sagen, kriegt es neuen Werkschutz, wenn es so schlecht gelungen ist, dass es dem Original überhaupt nicht mehr gleicht. Aber je näher es ans Original rankommt, desto eher Kopie und das muss doch eigentlich, egal ob Foto oder wirklich neues Gemälde gleichermaßen so sein, also mein zumindest ich, dass das Ding dabei ist, dass dadurch, dass wenn man sagt, okay, da entsteht ein Rechtsschutz, das nicht von der Hand zu weisen ist, dass dadurch eben auch die Schutzrechte, die eigentlich ja zeitlich beschränkt sind, künstlich verlängert werden. Und wenn dann noch Kulturerbeeinrichtungen eben den Zugang zu den Originalen beschränken, indem sie sagen, okay, ihr könnt zwar kommen, ihr könnt gucken, aber kommt nicht zu nahe ran und macht, ihr dürft auch keine Fotos machen. Also man kann selber keine Bilder machen, es gibt Fotografieverbote, dann schaffen sie ein Wissensmonopol und das ist vielleicht problematisch. Und dabei haben sie es, am Ende sind es die Kulturerbeeinrichtungen selber, die es hier in der Hand haben, eben die digitale Wissensanwende zu bereichern. Dafür gibt es ein Werkzeug, das werden die meisten hier kennen und Leonard, du hast auch schon erwähnt, die Creative Commons Lizenzen. Die kann man dafür nutzen, anderen eben Rechte einzuräumen oder Werke oder Lichtbilder eben wiederum in die kulturelle Wissensanwende zu geben. Also, die Kulturerbeeinrichtungen können die digitale Anwende bereichern und das soll auch so sein. Und das hat auch der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier in Berlin, unweit von hier übrigens, in Moskau genauso gesagt. Was mal gemeinfrei war, muss auch digital gemeinfrei bleiben. Und bei der Stiftung ist das noch nicht leider umgesetzt. Da werden auf Reprografien Rechte behauptet und auch eingeschränkt die Nutzung. Man setzt den CC BY Share Alike, also den Non-Commercial. Man sagt, die Sachen dürfen zwar verwendet werden, aber nur in nicht kommerziellen Zusammenhängen. Das ist nicht Open Access, das beschränkt ganz viel. Das macht vieles leider nicht möglich, aber solche Prozesse dauern eben. Und warum ist es überhaupt sinnvoll? Warum sollten diese Inhalte, dieses kulturelle Wissen, warum sollte das möglichst frei verwendbar sein? Ja, ganz einfach, weil gemeinfreie Inhalte im digitalen Gedächtnis, die sind wie Werkzeuge in einem Werkzeugkasten und können für alle möglichen Zwecke wiederum benutzt werden. Und das ist Voraussetzung eben für kulturellen Wandel. Für demokratische Erneuerung, für Innovation. Und wir sollten diese Wissensanwende und auch die Kulturerbeeinrichtungen pflegen. Und jetzt bin ich hier rausgeflogen. Doch.
Und das gilt im Übrigen auch, und damit bin ich schon beim zweiten Handlungsfeld, das gilt auch in Bezug auf die eigenen Inhalte, die Kulturerbeeinrichtungen schaffen, also das kulturelle Wissen, was dort produziert wird, ob das nun Publikationen sind oder im Netz auf den Websites, redaktionelle Beiträge, was auch immer. Wie gehen jetzt Kulturerbeeinrichtungen mit diesem Wissen, was sie selber schaffen, um? Wie sieht da der freie Zugang aus? Und wenn man dann nach Best Practice Beispielen sucht, dann kommt man vor allem zu den Bibliotheken. Da gibt es ganz viel. Die machen standardisiert in guter Qualität Daten verfügbar, frei, nutzbar. Aber vor allem die Museen, die tun sich hier noch schwer. Vor allem aber haben sie eigene kommerzielle Angebote. Und es ist auch kein Problem, wenn sie eine Replik der Nofretete für knappe 9.000 Euro verkaufen, das ist sie sicher wert. Die wird in der Gipsformerei sehr aufwendig hergestellt. Aber warum werden nicht die Daten, die man brauchte, um diese Replik herzustellen? Man hat die Nofretete nämlich mit einem 3D-Scan abgetastet und hat also einen 3D-Scan-Datensatz dabei gewonnen. Warum steht der nicht mit öffentlichen Geldern finanziert über eine offene Schnittstelle frei zur Verfügung? Und warum kann nicht jeder auf diesen Datensatz zugreifen und sich über seinen billigen 3D-Drucker dann irgendwie eine Plastik ausdrucken, wenn er eben die 9.000 Euro nicht hat, um sich so eine Nofretete zu kaufen? Oder weiß ich, man kann auch viele andere tolle Sachen damit machen. Und das fanden zwei so gar nicht gut, dass sie dann, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, also es war medial sehr wirksam, dieser Nefertiti-Hack, das ist über weltweit durch alle Medien gegangen, sind dann hingegangen und haben sich über das Fotografieverbot hinweggesetzt und eben so einen Scan erstellt. Ob sie das wirklich getan haben, weiß man nicht, ist auch egal, sie haben damit eben eine Debatte losgetreten. Wie gehen nämlich Kulturerbeeinrichtungen mit diesem kulturellen Wissen um und sind der Meinung, das sollte möglichst frei zur Verfügung stehen. Und es gibt aber auch Best-Practice-Beispiele. Das ist, hier nenne ich die Deutsche Digitale Bibliothek. Da war ich bis vor kurzem selber noch beschäftigt und da gibt es viele Beispiele. Es gibt eine Schriftenreihe, die ist zum Beispiel frei lizenziert, CC BY, aber es betrifft auch Inhalte, die nicht die Deutsche Digitale Bibliothek selbst herstellt, sondern die sie beauftragt mit öffentlichen Geldern. Also sie haben zum Beispiel einen Fotografen losgeschickt, damit der mal den Prozess der Digitalisierung fotografisch aufnimmt und zeigt, was da alles dazugehört, bis zum Erhalt der Originale. Und dieses Bildmaterial ist frei lizenziert wieder in der digitalen Wissensallmende verfügbar. Und freier Zugang ist nämlich nur dann gegeben, wenn Nutzer eben mit den Inhalten auch was tun dürfen. Und dieses kulturelle Wissen eben in guter Qualität standardisiert über offene Schnittstellen zur Verfügung steht. Erst dann sind so Projekte wie Hackathons überhaupt möglich. Das funktioniert auch mit Kulturdaten, dass Programmierer tolle mobile Applikationen schaffen. Und das geht über einen Zwitscherwecker, wo eben die Vogelstimmen aus dem Stimmenarchiv des Naturkundemuseums verwendet werden und ein Vogel so lange zwitschert, bis man die richtige Vogelstimme errät, bis zum Strickstahl, wo eben Lochmuster verwendet werden aus Lochmusterkarten. Und das müssen aber auch nicht immer so tolle Sachen sein, wo eine sehr spezifische Zielgruppe, nämlich Programmierer mit sehr spezifischen Kenntnissen, mit Kulturdaten arbeiten. Es können auch ganz alltägliche Sachen sein, die passieren. Es muss einfach möglich sein, dass die Allgemeinheit einfach mit diesem Wissen in irgendeiner Weise eine Beziehung herstellt und damit arbeitet. Und wenn es sowas Primitives ist wie Memes, warum nicht den Eltern ermöglichen, die Inhalte auszudrucken, um für ihre Kinder eben eine Ausmalvorlage zu haben oder eine Vorlage für ein Tattoo? Also da gibt es viele Beispiele, was an diesen neuen kulturellen Praktiken alles gleich ist. Es bleibt das Alte im Neuen erkennbar. Ja, also hier wird kein neues Werk geschaffen. Und das ist eigentlich, ist das eine Urheberrechtsverletzung, wenn man diese Inhalte nicht frei macht. Nur wenn wirklich freier Zugang zum digitalen Gedächtnis besteht, ist sowas wie das hier auch ohne weiteres möglich.
Und da findet ein Paradigmenwechsel statt. Kulturerbeeinrichtungen wandeln sich vom Wissenshüter zum Facilitator. Sie ermöglichen neue Dinge und das ist Netzpolitik. Das ist Netzpolitik und deswegen ist das Thema hier richtig. Und indem Kulturerbeeinrichtungen sich mit Fragen beschäftigen, wie wirkt eben das Internet auf uns ein, wie verändert es unsere Aufgabe, unsere Prozesse, machen Kulturerbeeinrichtungen Netzpolitik. Und wir können sie dabei unterstützen. Da gibt es viele tolle Projekte, die Wikimedia auch treibt, von Editatons, wo Kulturdaten aufgearbeitet werden, über, was habt ihr noch? Also hier Wikipedia in Residence, also wirklich tolle Projekte. Vor allem können wir aber als Nutzer auch unsererseits wieder Inhalte, die wir dann schaffen, indem wir Inhalte aus dieser kulturellen Wissensalmende herausnehmen, wieder selber in diese Wissensalmende zurückgeben. Das ist ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr FaceApp kennt. Man kann damit Gesichter jünger machen, älter machen, fröhlich machen, traurig machen. Und da hat eben ein Fotograf das mit alten Meistern getan, Oliver Gibbs. Er behauptet aber an diesen Aufnahmen ein Urheberrecht. Also es liegt an euch dann auch die Inhalte, wenn ihr euch hier bedient, dann selber wieder in die digitale Allmende zurückzugeben. Und ich gehe mal mit gutem Beispiel voran. Dieser Foliensatz ist CC BY. Und ich freue mich, wenn ihr das so weit wie möglich teilt und verbreitet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hat jemand von euch Fragen? Nicht? Na gut, dann schließe ich den Talk jetzt. Vielen Dank, nochmal einen herzlichen Applaus.